Einen wunderbaren guten Tag wünsche ich. Mit 100 Fragen im Gepäck mache ich mich auf Spurensuche, um Antworten zu finden. Antworten, die spannend sind, die hörenswert sind und am wichtigsten, die dir vielleicht neue Perspektiven eröffnen, andere Möglichkeiten aufzeigen oder gänzlich neue Wahrheiten belegen. Gefragt wird bei mir jedermann ganz nach dem indischen Motto Same, same, but different. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf Spurensuche. Heute mit der buddhistischen Nonne Sayalei Panyavadi und wir sind hier im Miao-Fa-Zentrum des chinesischen Chan-Buddhismus. Gott gestattet dir, ihm eine Frage zu stellen. Eine einzige. Was möchtest du wissen? Gibt es einen Gott? Ja. Okay, gibt es einen Gott? Ja, können wir so stehen lassen. Oh, okay, wie motivierst du dich in depressiven Phasen? Gut, naja, gut. Sagen wir mal so, bevor ich Buddhist wurde, bevor ich meditiert habe und bevor ich, ja, nicht mal Nonne, sondern bevor ich überhaupt mit Buddhismus in Berührung kam, mit der Lehre von Buddha, hatte ich auch depressive Phasen. Ne? Also es ist mich fremd. Und ab und an können das auch Nonnen und Mönche haben. Es ist jetzt auch nicht so, dass sie jetzt immer happy sind. Gerade wenn man manchmal meditiert, kann es ja auch ins Eingemachte gehen. Wobei das einen qualitativen Unterschied jetzt für mich ist. Also wenn ich jetzt hier sage, mal, geht runter, dann habe ich heute gewisse Rituale, die ich mache, oder bin dann auf Achtsamkeit oder auf Chante und so, und das hilft mir dann. Ne? Und früher war das natürlich sehr schwierig, als ich das nicht wusste, wie ich mich da aus dem Schlamassel rausholen kann. Dann habe ich es ja geschafft, aber es war manchmal richtig heftig auch. Also richtig Depressionen, wie manche, die dann gar nicht mehr aus dem Bett kommen, hatte ich jetzt nicht. Aber ich kenne auch, dass man nicht raus möchte. Ich bin hier am Kissen, am Bett angeschweißt und möchte eigentlich jetzt nicht da raus. Ja. Ich habe das ja schon mal gesagt, also heute sehe ich eigentlich depressive Phasen gar nicht mehr so negativ. Ich denke, Leute, die depressiv sind, würde ich sogar als schon auf dem spirituellen Weg bezeichnen, weil die einfach sehen, dass das Leben so lustig nicht ist, wie man immer eben vorgaukelt. Und eigentlich haben sie schon eine gewisse Weisheit. Weil sie einfach sehen, soll jetzt hier happy sein, die gaukeln mir das alle vor, das Leben ist so wunderbar, tatitata. Und es ist aber nicht so. Ja? Und eigentlich sind sie auf dem Weg, als wenn sie sich aufraffen würden, müssen jetzt kein Buddhist werden, aber wenn sie sich damit ein bisschen beschäftigen, dass sie einen eigenen Werkzeugkoffer in die Hand bekommen, wie sie dann selbst immer wieder sich da rausholen können. Wenn sie so einen depressiven noch stehen. Kann dann Meditation helfen? Nicht nur Meditation. Ich würde auch sagen, es muss unbedingt Weisheit her. Ja, also jetzt einfach meditieren, das ist ja auch jetzt so ein Modeding. Jeder meditiert und weiß gar nicht, warum er meditiert. Die einen wollen ein bisschen happy sein, dann klappt es nicht, haben so eine Schmerzen. Was ist das denn? Ich will doch happy sein, das klappt wieder nicht. Es muss auch Weisheit her und ich empfinde halt die Lehre von Buddha als eine Weisheitslehre. Also man sagt, ja, das Leben ist Leiden, hat er ja gesagt. Da denkt man, mein Gott, wo war der denn drauf? Das Leben ist Leiden. Weil er halt gesagt hat, getrennt sein von deinen Lieben bedeutet Leiden und zusammen sein mit Leuten, die du nicht magst, ist Leiden. Alter, Krankheit, Tod ist Leiden. Ja, Geburt ist auch Leiden. Also alles eigentlich ist Leiden. Und dann hat er die gesagt, wo ist die Ursache davon? Das ist, weil wir anhaften, also aufs Gier oder unsere Verblendung. Und wie ist der Weg raus? Ja, dann hat er den achtfachen Pfad uns empfohlen. Und dann hat er auch ganz genau beschrieben. Und der führt letztendlich daraus. Achtfacher Pfad bedeutet, was sind die acht? Ja, kriegst du zusammen. Also zum Teil ist rechte Rede, rechter Lebenserwerb, rechte Handlungen. Also zum Beispiel, ich soll jetzt nicht irgendwie einen Job machen, wenn ich ihn habe, wo ich töten muss, soll ich den ändern? Ja, soll ich sagen, okay, es wurde auch schon mal Mönch gefragt, die Frage sei, ich bin eine Krankenschwester, muss da was weiß ich töten oder so. Ich weiß es nicht, ob es so oder aus der Biologie, also ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Und er hat gesagt, ja, dann ändern einen Job. Ganz, das war jetzt erstmal so wie jetzt, ja, ich muss nur mein Geld verdienen, aber
dadurch ändert sich auch wieder dein Leben, ja. Weil wenn du immer was machst, wo du weißt, da fügst du jetzt einem hilflosen Wesen Leiden zu und selbst Insekten, da verstärkst du ja was in dir. Ja. Rechte Rede, ja, also nicht versuchen, was wir ja alle gerne machen, Gossip und ja, haha, da hast du schon gehört, macht jeder. Mhm. Aber auch und da auch, oder Leute entzweien durch seine Sprache geht ja auch. Ne? Sagst dem einen, sagst, das hatten wir jetzt gerade mit Trump, habe ich gehört, der kanadische Präsident hat hinter seinem Rücken was gesagt, das wurde aufgezeichnet und Trump hat sich geärgert. Diesmal gebe ich Trump recht, obwohl ich eigentlich immer sage, was ist das denn für einer? Aber ich mag auch nicht, wenn Leute hinter meinem Rücken lästern. Ja, also da war eindeutig die Gruppe, die da gelästert hat, war nicht gut. Ja. Und nur als Beispiel jetzt. Und da versuchen, das zu verbessern. Dass man wieder rückfällig wird, ist ja auch klar, wenn man es lange kultiviert hat, aber da besser zu werden. Rechte Ansicht, das kommt dann halt, dass man sich mal ein bisschen mit dem buddhistischen Lehrer auseinandersetzt, ja, also um Weisheit zu erlangen. Und dann rechte Achtsamkeit, rechte Konzentration, habe ich nicht alle zusammen. Ja, so etwa. Ich muss jetzt nochmal ganz genau in mich gehen. Wir üben das ja die ganze Zeit, indem man halt gewisse Dinge nicht tut, die wir ja als Menschen automatisch nicht tun, niemanden zu verletzen und so oder zu schädigen, zu schaden, oder zu töten und so, dass man das halt nicht macht. Ja, und auch unsere Sprache auch immer ein bisschen. Ich glaube, was deutlich wird, und das ist definitiv auch der allererste Schritt raus aus Depression, ist Veränderung. Veränderung auf allen möglichen Ebenen, weil wenn ich einfach so weitermache, wie es bis in diesem Moment ist und ich dann schon gefangen bin in meinen tiefschwarzen Emotionen und Tagen, dann kann ich da auch nicht rauskommen. Ja. Ne? Und deshalb muss ich auch anfangen, etwas zu ändern. Und ich bringe auch immer dieses klassische Beispiel. Wenn ich einen Job habe, der mich überfordert, wo mich die Verantwortung krank macht, wo ich immer die ganze Zeit Sorgen habe und so weiter und so fort, dann hilft nichts anderes, als diesen Job zu ändern. Mhm. Ja, und zu sehen, dass man eben auch mit einem anderen Beruf glücklich werden kann. Und dass man auch glücklich werden kann, wenn ich einen Tausender weniger verdiene und all diese Geschichten. Ich meine, ein Lehrer von mir, der war depressiv. Ute Tanja, wie er noch jünger war, war sehr depressiv. Er hat richtig unter Depressionen gelitten. In Burma gibt es ja keine Psychotherapie, so wie wir die jetzt haben. Oder gab es nicht. Und da wurde mal gefragt, ob wir Depressionen mit Meditation und so weiter heilen können. Da gemeint, naja, in seinem Fall ging es, weil er schon mit 7 Jahren angefangen hat zu meditieren. Ja, also die Asiaten sind sehr früh dran. Aber wenn jemand noch nicht so viel Erfahrung hat und so, rede auch eine Therapie zusätzlich zu machen an. Also das ist auf jeden Fall, da sich auch externe Hilfe holt, wenn jemand wirklich Depressionen hat. Ne? Und zeitgleich kann die Person meditieren, aber ich würde dann auch wirklich raten, so, da gibt es so eine Form, liebende Güte-Meditation zu machen. Das ist eine spezielle Meditation, die der Buddha angeraten hat. Und da ist die Sharon Salzberg. Sehr gut, die ist Amerikanerin und da gibt es auch ganz viele Bücher drüber und da kann man sich mal einlesen, sicherlich auch in der Bibliothek auszuleihen und sich dann rein diese Praxis zu machen, weil die fängt eigentlich an, möge ich froh und glücklich sein. Weil der Mutter gesagt, erst musst du mal froh und glücklich sein, bevor die anderen froh und glücklich sind. Ja, ich kann keinem irgendetwas beibringen, was ich nicht selber kann. Absolut. Ja, und wenn du mies gelaunt bist, wie willst du sagen, dann sollen alle anderen Wesen glücklich sein und du nicht? Das geht gar nicht. Genau. Also das ist genauso das, was ja sozusagen auch vielfach in der katholischen Kirche angeprangert wird. Ja. Es ist eine Unverschämtheit, dass unverheiratete alte Männer einem Ratschläge für die Ehe geben und nichts können, nichts wissen, sich alles nur angelesen haben. Ja. Anlesen kann ich mir viele Sachen, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied, ob ich etwas tatsächlich selbst erfahren habe und selbst unter solchen Bedingungen leben musste oder ob ich irgendetwas in irgendwelchen Büchern gelesen habe. Das merkt man aber auch. Ja. Das kommt so. Und jetzt gerade mit der Depression, da ist schon gut diese
Liebende Güte, weil gerade im westlichen Umfeld, in westlichen Ländern, in Asien gibt es das gar nicht so arg. Ja. Also die haben das nicht. Die haben noch, sind vielleicht weil die größere Familienverbände haben, vielleicht weil die Religion dann noch relativ stabil ist. Mhm. Ja, und auch nicht so eine Schuldreligion, du Sünder, mhm. sondern ja, ich kenne Asiaten sind sehr gut in Regeln brechen, ja. mit einem Lächeln, ja. Und das im Westen, wir haben da dieses Schuldding, tragen wir mit uns rum. Und gerade in Deutschland sowieso, im Zweiten Weltkrieg, glaube ich noch, das ist auch eine Generationssache. Ne? Meinst du, dass Schuld ein Bestandteil für das Entstehen von Depressionen ist? Auch, würde ich jetzt spontan sagen. Ich habe, also von mir, ja, das ist ein eingesäuseltes Schuldgefühl, wo man sich vielleicht auch gar nicht mehr so erinnern kann. Es wird doch weitergegeben. Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Also wenn ich so an daran denke, wo die Wurzeln von meinen Depressionen liegen, quasi in der Erziehung, in der man mir immer sagte, du bist nichts wert. Und natürlich dieses, jetzt habe ich es wieder nicht richtig gemacht. Genau. Ja. Du bist natürlich einer von Welcome in the Club. Das sind hier Tausende, die es genauso geht. Ne? Und wo muss er irgendwo herkommen? Ja. Und ich denke mal, das wurde halt einfach auch von Generation zu Generation prima weitergegeben. Glaube ich. Und dann noch tatsächlich hier, jetzt muss ich schon wieder auf die Kirche zurückkommen, aber es ist einfach auch ein sehr unsägliches Kapitel, ja, eine Religion, die eigentlich darauf basiert, dass sie zwar auf der einen Seite sagt, Gott sei Liebe, aber auf die andere Seite, die viel stärker und viel mächtiger ist, von Anfang an hingeht und sagt, der Mensch ist ein Sünder und lebt immer in Sünde und hat immer Schuld auf sich geladen. Da kann ja nichts Gutes dabei rauskommen. Und ich kann mich daran erinnern, ja, meine Großmutter, die rannte ja dreimal am Tag in die Kirche. Ja, und für die war Kirche, Kirche, Kirche alles. Ja. Ja, und darüber hat die jegliches Maß an Menschlichkeit verloren, weil nicht Gottes Wort, sondern das kirchliche Wort über allem stand. Ja, und weil das auch tatsächlich körperliche Züchtigung und all diese Geschichten rechtfertigte. Und ich meine, ja, was soll man sagen von so einem Verein, der Hunderttausende an Menschen verbrannt hat. Ja, also, ich weiß noch, wo ich klein war, in der Kirche, und ich wollte ja in die Kirche, fand das Weihwasser, das hat mich so angesprochen, ich bin mir hoch so toll, ja, ich wollte in die Kirche. Aber was mich dann war ich in der Kirche, dann musste man beichten. Und da weiß ich noch, musste ich in diesen Beichtstuhl, dieses, und sah da irgend so eine Gestalt durch diesen Gitter, so habe ich so eine Erinnerung, ja. Und da sagt diese Gestalt, der Pfarrer weiß, oh, jetzt was hast du gesündigt, jetzt beichte mal, und mir fiel nichts ein. Ich hatte nichts zu brechen. Das war ein ganz normales Kind. Ja, und dann hat er so gedrängt. Dann habe ich gelogen, dann habe ich gesagt, ich habe das Bonbons gestohlen. Und dann musste ich da, was weiß ich, wie viel Mal das Vaterunser beten. Da bin ich raus und, oh Gott, ich habe da richtig geschwitzt, aber mir fiel nicht sein. Ja. Dann habe ich halt gelogen. Kenne ich. Ich hätte wieder reingehen müssen. Ja, ja, ich habe regelmäßig im Beichtstuhl gelogen, weil ich nicht wusste, was ich sagen soll. Und dann war es irgendwann auch standardmäßig, dass man so, ich habe gelogen. Das kam dann irgendwann immer dazu. Aber das stimmt ja auch, ich habe gelogen, weil du hast mich regelrecht dazu irgendwas zu erfinden mit diesen Bonbons. Ja. Ja. So ging das halt. Ja, das ist halt, wenn Menschen, es ist ja ein Machtsystem, ne? Und ich muss dazu sagen, ich hoffe jetzt hören Buddhisten nicht zu, auch diese Einflüsse gibt es im Buddhismus. Gibt es auch. Und da muss man auch aufpassen, weil wo immer Menschen sind, kann das passieren. Egal in welcher Religion. Und Menschen benutzen die Religion, um sozusagen an Power zu gewinnen. Ja. Und diese Einflüsse findet man auch im Buddhismus. Ja, es ist jetzt nicht eine, da ist jetzt nicht, weil jetzt jemand Buddhist ist, ist er jetzt ganz toll. Automatisch. Ja. Also es ist auch so ein, wir Menschen wollen ja immer noch was Hollywood irgendwie, eine Nische, das sind alles hier, sind die Goodie-Goodies, aber auch bei den Goodie-Goodies gibt es ein paar schwarze Schafe. Ja? Und man muss auch im Buddhismus immer gucken, dass man emanzipiert bleibt und sich immer wieder Schriften liest und überlegt und auch seinen eigenen Weg durch dann auch findet. Das ist ganz wichtig. Und nicht einfach so blind glaubt. Da hat der Buddha davor übrigens gewarnt, so blinden
einfach blind zu glauben, das ist total idiotisch. Ja. Man muss schon auch seine eigene Intelligenz mit ins Spiel bringen. Dafür haben wir sie ja. Ja. Und Macht und Geld, das sind die widerwärtigsten und die stärksten Drogen, die es für den Menschen nach wie vor gibt. Ja, wer sich mächtig fühlt, der ist auch sofort anders und jeder will das in irgendeiner Form erreichen. Und die wenigsten Leute spüren, wie widerwärtig es letztendlich auch ist und wie unfassbar egoistisch und auch egozentrisch. Und das ist etwas, was mich zum Beispiel wirklich extrem ärgert und triggert. Menschen, die glauben, Macht zu haben und deshalb mit anderen wirklich schlimm umgehen. Und das sollte es nicht geben. Es steckt halt im Mensch drin und man kann nur sich selbst beobachten und wenn man sowas mal spürt bei sich, muss man halt gleich den Deckel drauf machen und das Zündlein gleich mal ersticken. Mhm. Ja? Das ist halt auch wieder Achtsamkeit und man hat es halt in jeder Religion und auch wir haben Mönche und Nonnen, wo man, und natürlich ist es sehr verführerisch, sich auf so eine hohen Thron zu setzen und dann sagen, ich weiß alles. Ja. Und ich hatte das jetzt weniger als Theravada-Nonne. Wir haben ja einen schlechteren Stand im Buddhismus als die Mönche und ich bin da eigentlich ganz froh drum mittlerweile, weil das Problem habe ich nicht. Ja, wenn ich da hinkomme, die Mönche müssen da mit ihrem Dünkel zurechtkommen, weil die sitzen dann hoch und dann kommen alle und verbeugen sich, ja, und die denken manchmal auch, oh nee, die wollen es auch nicht, ja. Mhm. Aber es kann passieren, dass es vielleicht doch einer der ein oder andere ist, ganz klasse. Aber wie kann ich denn jetzt gerade in diesem sozusagen religiösen Umfeld, wie kann ich denn etwas wie Macht beispielsweise abstellen, wenn es auf der einen Seite die gut gestellten Mönche gibt und die Nonnen, die weniger wert sind? Da ist doch dann schon der Hund begraben. Ja, natürlich ist der Hund begraben, aber das sind halt Menschen, die das machen. Da hat mit Buddha nichts zu tun. Da hat es ja nicht so hingestellt. Und Menschen versuchen immer irgendwie Macht zu bekommen oder eine andere Gruppe höher zu bewerten und so. Es sei jetzt nur nicht überall im Buddhismus, was ich jetzt gesagt habe. Das ist nicht eben. Wann hast du dich das letzte Mal für ein höheres Ideal eingesetzt? Meine Schrift ist natürlich jetzt auch nicht so. Nee, das ist meine Augen. Ah. Für ein höheres Ideal eingesetzt. Du meinst jetzt irgendwie, das mache ich ja. Eben, du machst es ja. Wenn man das als höheres Ideal sieht, also meinst du was Soziales? Oder? Nein, ich glaube, ein höheres Ideal kann alles sein. Alles, was, sagen wir mal, über einem selbst steht, was eine übergeordnete Bedeutung für uns Menschen, für die Gesellschaft etc. Dann würde ich sagen, das ist so mein Berufsstand, ne? Und das ist dein Berufsstand, genau. Wenn man jetzt diesen Einsatz beschreiben würde, worin besteht der Einsatz? Weil ihr geht ja als Nonnen jetzt nicht wirklich raus, um Menschen zu bekehren, wie das so manche Religionsgruppen haben. Gerade gestern hat tatsächlich bei uns jemand an der Tür geklingelt, irgend auch eine christliche Vereinigung, die ausgerechnet mit mir über den Sinn des Lebens reden wollte. Schön. Ja, nicht schön, die haben gleich wieder weggeschickt. Ja. Und aber das macht ihr ja gar nicht. Also wie sieht dann der Einsatz aus? Also jetzt bei Shivo, die Leiterin von dem Zentrum hier, ich finde, also sie hat sich ja das sozusagen dem gewidmet, dass sie ihr Wissen weitergibt. Und ja auch diese ganzen Kurse, die sind ja auf Spendenbasis, also sie verlangt ja jetzt kein Geld so in dem Sinne. Und setzt sich ja da schon ganz schön ein, finde ich. Ne? Das mache ich jetzt nicht, weil ich jetzt noch nicht den Drang hatte, Lehrer sein zu wollen. Im Buddhismus, das ist natürlich jetzt ein bisschen, es gibt Mahayana-Buddhismus und es gibt den Theravada und dann gibt es noch den Vajrayana, jetzt hier im Chan, das ist Mahayana, und die wollen alle Wesen retten. Mhm. Und im Theravada, dazu gehöre ich, wir müssen es erstmal selbst retten. Mhm. Und dann werden wir als Egoisten bezeichnet. Und dann sage ich jetzt einfach, um das zu erklären, in Theravada-Schriften gibt es das Beispiel, wo der Buddha sagt, angenommen, man steckt mit ganz vielen in einem Schlammloch, großen Pool, ja, und ganz tief, und wir müssen alle sterben, wenn wir da nicht rauskommen irgendwie. Jetzt angenommen, ich helfe dir, was passiert dann, wenn man da tut?
hältst dich an mir fest, dann gehen wir beide wahrscheinlich hops. Mhm. Und der Buddha hat gesagt, es bringt also gar nichts, wenn ich selbst noch nicht da draußen bin. Sprich Erleuchtung. Ne? Mhm. Und was er dann sagt, ist, du gehst jetzt erstmal, versuch dich erstmal selbst zu retten. Ganz egoistisch. Mhm. Geh da, versuch da rauszukommen. Und dann aber helf nicht gleich. Sicher dich ab. Mhm. Ja, also bind dir irgendwas um deinen Körper, fixier das und dann rette alles so viel du kannst. Mhm. Danach bist du dann nur noch am Retten sozusagen. Okay. Aber dann bist du abgesichert. Mhm. Und was er damit meinte, ist, guck, dass du die volle Erleuchtung erreichst oder zumindest eine sehr hohe Stufe und dann holst du raus. Mhm. Indem du ihn, weil wenn jemand erleuchtet ist, kann er sehr, sehr klar das Dhamma, also die Wahrheit, jemand erklären, sodass es bei demjenigen auch klickt. Mhm. Ja? Es ist manchmal auch ohne Worte, witzigerweise. Und so sehen wir das im Theravada. Mhm. Mhm. Gibt es eine Erleuchtung, die mir als solches gar nicht bewusst ist und ich automatisch schon all die Dinge tue in meinem Leben, die man vielleicht erst erwarten würde, dass man sie tut, wenn man erleuchtet ist? Also es gibt da vier verschiedene Stufen, in Thailand sagen sie acht, aber es ist trotzdem das Gleiche. Das eine heißt Strom ein, Weg und Frucht, immer Weg und Frucht, damit sind es acht. Mhm. Und wenn man der Strom eintritt, ja, es könnten welche Strom eingetreten sein und wissen es gar nicht, das habe ich schon gehört. Dass sie das Erlebnis hatten in ihrer Praxis und gar nicht gemerkt haben, richtig, dass das ein Erleuchtungserlebnis war und es findet eine charakterliche, systematische, charakterliche Veränderung statt. Mhm. Sie wollen mehr helfen, sie sind karikativer und so, automatisch. Mhm. Bisschen ähnelt das eigentlich jemand, der eine Nahtoderfahrung hatte. Ah, okay. Ja, du hast ja schon gehört, wahrscheinlich haben wir uns letztes Mal unterhalten, dass du dich auch damit beschäftigt hast, dass die Leute vielleicht vorher sehr egoistisch waren und dann also nach der Nahtoderfahrung sehr sozial. Mhm. Ja, also so. Mhm. Und es ist aber jetzt nicht, dass es so von einem Tag auf den anderen geht, sondern es ist eine graduelle, muss ich ja alles erstmal umstellen. Mhm. Ja. Aber die volle Erleuchtung, die Person weiß es. Weil es ist wie, man wird beschrieben, du hast einen Rucksack voller Ballast auf dem Rücken und plötzlich fällt er ab. Mhm. Ja. Mhm. Also das merkst du dann schon. Okay. Diese Freiheit, während der Strom eingetreten ist, noch nicht so hat. Mhm. Ja. Das ist dann eher noch alles, da ist auch so charakterlich noch nicht so viel verändert, da hat er noch Wut und, aber er wird jetzt niemanden umbringen mehr oder selbst in Rage nicht. Ja, also okay. So Sachen. Aber so die, er ist immer noch ein ganz normaler Mensch oder sie, aber die Verfehlung, wie jemand umzubringen oder jemanden zu missbrauchen oder so Sachen würde nicht mehr passieren. Oder was stehlen, ja. Das würde nicht mehr passieren. Mhm. Würde nicht machen. Also das, da ist eine Bremse. Oder wenn, sag mal, wird was nehmen, was nicht gegeben wird, würde es merken, würde sich sofort das dann wieder laut sagen, ich habe was genommen, was nicht gegeben wurde, ich bitte um Verzeihung. Mhm. Also er würde sofort das korrigieren. Mhm. Okay. Das wird nicht unter den Teppich gekehrt werden. Okay, wunderbar. Vielen Dank. So, ja.